Ich wollte schon immer Vater werden. Hat ja auch nur 46 Jahre gedauert, bis es soweit war. Mach ein bisschen Erde drauf. Du solltest antibiotische Salbe drauf tun, sonst entzündet sich's. Ach ja, bist du ein Arzt oder so ein Internetmedizin-Besserwisser? Nur Allgemeinwissen. Man muss Wunden reinigen. Ich will einen Mann aus ihm machen und keine beschissene Pussy. Verbreite die Geschichte von deiner Heldentat über Twitter. Was geht ab, Party People? Hast du schon in Lil Babys neuen Track reingehört? Na komm, schau drauf. Okay, danke. Was? Mann, der ist voll geil. Oh. Oberaffen geil. Jetzt reißt euch mal zusammen. Wir müssen den Typ beeindrucken. Veränderung geht viel schneller als in deiner Jugend. Wir sind im 21. Jahrhundert. Das wird ein gender- und klimaneutraler Klamottenhersteller. Keine Ahnung, was du damit meinst. Rede endlich mit jemandem über deine Aggression. Zu spät abgeholt. Es gab keinen Parkplatz. Wir akzeptieren bei uns keine Ausreden. Gibt's irgendein Problem, Miss? Hätten Sie den Leitfaden auch wirklich gelesen, bräuchte ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Ich hab diesen Scheiß gelesen, okay, Sie blöde Faxe! Wow. Du hältst eure Generation fortschrittlicher. Ja, auf jeden Fall. Er fährt nicht! Dreh am Griff! Na komm, steig auf! Weißt du eigentlich, dass ich ein Klapphandy hab? Was soll der Mist? Ich hab's! Er fährt! Vielleicht bin ich für sowas nicht gemacht. Aber für mein Kind tue ich alles. Du hast keine Ahnung, was für eine Nummer ich in deinem Alter war. Einmal hat mich Julio Iglesias auf einem Flughafen angesprochen, weil er dachte, ich wäre sein Sohn Enrique, wegen meiner Ausstrahlung. Das ist doch lächerlich. Ich war auch lächerlich. Gibt es einen Grund, wieso hier zwei weiße Männer die Diskussion in diesem Raum dominieren? Der ist doch weiß, oder? Ich bin verwirrt.